Ey ho, zu einer neuen Folge reingeschmeckt. Heute machen wir keins von den Fertigmenüs. Heute machen wir was, wo ich schon oft beim Einkaufen vorbeigelaufen bin und mir immer gedacht habe, machen wir selber, ist ja ganz einfach. Was aber, wenn wir unterwegs sind und Pancakes wollen? Ja, dann nehmen wir uns einfach so ein fertiges Teil mit, kippen wir Milch rein, schütteln es auf und dann haben wir unseren Pancake-Teig. Und genau das möchte ich heute ausprobieren, wie das Zeug schmeckt, ob es überhaupt was taugt, ob man es weiterempfehlen kann oder ob man sagen müssen, Finger weg von dem Zeug. Dazu habe ich im Hintergrund schon die Feuerplatte angefeuert. Besuch ist da. Sprich, ich bin mal wieder der Opa. Und ja, schauen wir runter, was ich noch alles da habe. Ganz klar, Öl unter Zewa für die Feuerplatte zum Einrubbeln. Für das Süße an Ahornsirup, an Blaubeersirup und ein Cranberry-Sirup. Ein bisschen an Bacon-Streifen für das etwas deftigere. Ich brate das Zeug gern mit Butter an. Meine Kelle, eine fettarme Milch. Ist günstiger und steht auch hier drauf, dass man eine fettarme nehmen soll. Gut. Muss man erst einmal schütteln, dass sich das unten alles löst und verteilt. Also ich habe jetzt mal zwei mitgenommen, weil ich nicht gewusst habe, ob eins ausreicht, wenn doch so viele hungrige Mäuler da sind. So. Na? Dann füllen wir das Ganze bis zu der Markierung hier mit Milch auf. Und dann schütteln wir das ganze Zeug wie ein Blödel, dass sich das ganze Pulver... Hurra! Irgendwas hat es sich da reingeklemmt. Dann machen wir erstmal eine Riesensauerei, machen diesen blöden Verschlussding da weg, diesen Sicherungsring. Und dann schütteln wir das ganze... Ja, jetzt ist dicht wie ein Blödel. Ja, während ich das schüttel, man muss halt schauen, dass das wirklich alles sich gelöst hat. Dann muss man den Teig noch 5 Minuten stehen lassen oder auch 10, je nachdem, bis die Feuerplatte soweit ist und dann sehen wir uns wieder. So Freunde, jetzt habe ich dann genug geschüttelt. Ob man jetzt das Zeug hier auf einer Feuerplatte macht, im Urlaub auf dem Campingkocher mit einer kleinen Pfanne an Topf, oder sonst irgendwas, ist völlig Bumpel. Kann man machen, wie man will. Und wie gesagt, ich weiß, zu Hause macht man den Teig natürlich selber. Aber, ja, so langsam kann man sehen. Ich glaube, ich habe genug geschüttelt. Lass mal noch kurz stehen. Ich mache dabei die Feuerplatte sauber. Ja. Und dann machen wir unser erstes Fertig-Pancake. Ja, verreck, jetzt habe ich es doch glatt geschafft, die Platte zu überheizen. Jetzt muss ich sie wieder ein bisschen runterkommen lassen, beziehungsweise das Feuer ein bisschen runterbrennen lassen. Naja. Die Jugend ist gerade hinten im Garten verschwunden. Dann werde ich mir hier mal, gehe jetzt auf, hier den ersten Pancake, den Test-Pancake machen. Den mache ich mir natürlich mit Bacon. Mit viel Bacon. So, nochmal kurz aufschütteln. Dann muss da mal was drüber hier. Ich bin echt gespannt, ob das Zeug schmeckt, Leute. Was brauchen wir normal für so einen Pancake? Ich glaube Eier, ein bisschen Mehl, Milch, Backpulver, irgendwie sowas. Ich müsste jetzt auch nochmal nachschauen. Ist schon lange her, wo ich da selber einen Teig gemacht habe.
Das war, glaube ich, wo wir den Gasgrill das erste Mal ausprobiert haben. Da haben wir Pancakes gehabt, ja. Das ist schon lange, lange, lange her. Das war, glaube ich, noch zu früh. Der zerfällt mir schon mal. Also ich glaube, zu groß und zu dick sind sie nix. Aber das werden wir dann schon noch rauskriegen. So, den Bacon kriegen wir gleich weg. Und die nächsten werden ja dann auf alle Fälle mit Butter gemacht. Bis dahin ist die Feuerplatte dann auch so weit runtergekühlt, dass wir da keine Angst haben mehr müssen. Na, wie sieht es auf der Seite aus? Ja, ein kleines bisschen noch. So, jetzt schnapp ich mal das Teil und probiere das mal. Jetzt machst du rote. So, dann probieren wir ganz einfach mal. Wie so Pancake-Teig mit Bacon schmeckt. Könnte ein bisschen mehr Geschmack haben. Moment. Hauen wir uns halt einfach noch ein bisschen Ahornsirup drüber. Und der schmeckt richtig geil. Jetzt probieren wir dann noch die Pancakes aus, ohne irgendwas neu zu tun, und gucken, wie die werden. Und danach gibt es dann das Fazit. So, die Platte hat sich so halbwegs erholt von der Hitze, von dem Hitzeschock. Und dann machen wir uns hier jetzt ein paar kleine Pancakes. Du warst denn, Opa macht was zum Essen. Wenn es nicht verbrennen lässt. Das ist ja eine, wenn er es nicht verbrennen lässt. Es funktioniert. Die werden jetzt halt mit Sirup verspeist. Also wenn ihr jetzt nicht kocht, sind sie wirklich verbrannt. So, aber bevor es jetzt wirklich soweit ist, schauen wir nochmal die andere Seite an. Wunderbar. Sehen doch wunderbar aus. Ja, ja. Ganz kurz können wir die Seite nochmal machen. Auch schön warm sind, wenn sie rauskommen. Die Jugend halt, ihr wisst es ja selber. Jo, die erste kommt. Dann tun wir die Pancakes runter. Und nachher hören wir dann einfach das Fazit aus dem Hintergrund. Ja, so sehen sie jetzt aus. Also ich denke, die sind was geworden. Und fragen wir nachher die Mädels, ob sie was taugen vom Teig her. Feuer geplattet. Natürlich tun wir für die nächste Runde wieder ein bisschen frische Butter drauf. Ja, ich denke, die sind gut. Kann man die auch runter tun. Und nachher gleich das Fazit dazu. So Freunde, das hat jetzt wirklich aus der kleinen Flasche
um die 20 Stück von denen gegeben. Und schlecht schmecken sie gar nicht. Jetzt schauen wir mal, kommt die Patricia und die Ramona mal beide vor die Cam. Ausnahmsweise mal. Also jetzt hast du mal beide nebeneinander. Und ich richte dabei die Cam noch gerade. Auf, Mädels! Ramona, da ist das Display, aber in die Linse reingucken. Hi, hallo Leute. Wie haben euch jetzt diese Fertig-Pancakes, sage ich ja mal, geschmeckt? Für die Schnelle war es okay. Ja, für die Schnelle ist es wirklich in Ordnung. Allerdings, wenn man mehr Zeit hat, kann man es ruhig auch selber anmischen. Daheim sowieso, das ist ja wirklich gedacht für unterwegs, so Campingplatz oder so. Okay. Ciao. Also, das war mal ein etwas anderes Reingeschmeckt-Video. Das dritte. Ja, schauen wir mal, was die Zeit noch bringt. Tschaikowski. Finn, wie haben dir die Pancakes geschmeckt? Lecker? Ja, na dann ist es ja passend. Gut, aber jetzt bin ich weg. Oh, ich bin schon wieder, Leute, jetzt hätte ich es fast vergessen. Also, ich bin beim Penny fündig geworden. 1,70 Euro, 1,80 Euro hat das so eine Pulle gekostet. Bloß halt dann die Milch. Ja, das wollte ich eigentlich bloß noch sagen. Dass wieder 100.000 Leute fragen, wo ich das Zeug her habe. Also, selber gekauft.